Willkommen bei Hunter Matze TV und den Honeybees. Teil 2 der Rähmchen bauen. Seitenteile für Honigrähmchen und Brutraumrähmchen im selben Verfahren. Was? Im anderen Büro müssen wir wieder hin. Guck mal, da sind sie wieder fleißig am Arbeiten. Ja. Die Beanies. So. Schön eintragen. Schön eintragen. Wir müssen auch sagen, wo sie hintragen sollen. Wir machen die nicht. In meine Beuten. Ja. So, hier suche ich mir den passenden Fräser raus für die obere und untere Nut und dann wird das Ganze gebündelt mit einer Schraubzwinge und gefräst über die Tischfräse. Danach sieht das Ganze fertig so aus. Die Rähmchen werden zum Paket geschnürt, wieder mit einer Schraubzwinge, wie schon beim Nutfräsen. Und dann gehe ich mit dem Ganzen über die Abrichte und stelle mal einen Millimeter tiefer. Ich habe mir einen Anschlag gebaut. Das macht sich wesentlich besser als mit der Tischoberfräse. So kann ich wesentlich mehr in eins durcharbeiten, bevor ich immer Tischoberfräse genommen. Was dann natürlich auch nicht so, ja, nicht so ungefährlich ist, wenn man die Finger bei so kleinen Hölzern immer in der Nähe hat. Und habe jetzt im Prinzip, das waren jetzt so die ersten. Und das sind jetzt die darauf folgenden. Die hatte ich immer noch gefräst und geschliffen mit einer Bandschleifmaschine. Ist aber auch Kiefer. Das hier ist Buche. Und muss dann natürlich auch nochmal nachverschliffen werden. Hier, dass es schöner aussieht, wie man hier sieht, hat so ein paar Ausplatzer, aber so kriege ich meinen Abstand in einem großen Paket und kann mit einem Arbeitsschritt relativ viele Rähmchen Seitenteile mit einmal durchfräsen bzw. mit einem dicken Hobel einjüngen. So wie ich das mache, zeige ich euch noch. Im Grunde sieht das Ganze dann so aus, wenn es fertig ist. Das ganze Paket ist dann fertig gefräst, gehobelt, wie auch immer. Muss dann natürlich noch ein bisschen mit der Schleifmaschine drüber. Hier die Ausfransungen müssen dann noch verschliffen werden, damit die Bienchen sich dann noch nicht verletzen. Jeder Seite sieht mal unterschiedlich aus. Kommt auch immer ein bisschen auf die Holzqualität drauf an. Aber wenn man jetzt mal zwei Wild rausnimmt, dann sieht das Ganze so aus. Wenn die nebeneinander hängen in der Beute, das heißt der Luftspalt, dass es nicht zusammenkleben ist, mehr als genug. Und das sind dann die Hoffmann-Seiten. So. Ich hatte die ja vorher bei den anderen hier oben noch angejüngt oder ausgeklinkt bei den ersten. Das war aber nicht von Vorteil. Da hatte ich leider immer den Nachteil, dass die Nasen hier gerne hier oben abbrechen. Also dieses Verjüngen hier oben
bringt nicht viele Punkte. Auch wenn es vielleicht weniger mit Propolis angekleistert wird, aber das bringt es nicht so wirklich. Die brechen hier immer gerne weg. Somit lasse ich sie original so, wie sie so sind. Und da brauche ich keine Angst haben, dass mir die Ecken wegbrechen beim Auseinandernehmen oder beim Zusammennageln. Ja, dann nur noch mit einer Bohrschablone bohren und schleifen und das war's dann. Dann sind die Seitenteile fertig. So, und das war's dann heute wieder. Ich wünsche euch einen schönen Karfreitag und genießt die Osterfeiertage.